Da war eben das alte Posthausschild bei dem Gebäude, war eigentlich schon immer da. Das ist dann irgendwo in die 30er Jahre verschwunden. Und das gleiche Schild ist zum Postjubiläum eben nachgeprägt worden von der Post. Ich habe das dann ersteigert bei eBay und der Hausbesitzer hat das dann praktisch installiert an das Haus, an die gleiche Stelle, wo eben das Schild da war und hängt jetzt praktisch ja, da, wo es eigentlich schon immer war. Also der historische Zustand schon so ein bisschen nachgebildet. Richtig, genau. Und der Hausbesitzer, das ist auch recht der Geschichtsinteressierte, ist der Herr Ziegler, der wohnt in Oberschleißheim sogar, hat aber Wurzeln hier. Und der war da gleich ganz begeistert und hat das Schild auch auf seine Kosten eben dann auch erworben durch mich und hat es dann eben installiert am Haus wieder. War eine ganz tolle Geschichte. Und jeder Stefans Buschinger, der da vorbeifährt, der kennt mittlerweile das Schild und sagt, das gehört daher, weil es eben früher einmal das Posthaus war, Poststation. Ja, 1977 ist das. Die Dorfjugendlichen im Prinzip, die halt damals so ganz locker eben zusammengekommen sind. Da war halt ein Motorrad ein interessantes Thema. Und der ältere Herr hat halt das Motorrad gehabt und die Junge hat das interessiert. Und so war eben auch alt und jung beieinander. Und das war in den 70er Jahren, war ja das Motorrad das A und O, man war da mobil. Und es ist auch ziemlich viel passiert, weil die Junge damals recht damisch gefahren sind im Prinzip auch. Und es war prägende Epoche. Wenn wir uns vielleicht mal die Rückseite anschauen können, weil hier ist dann gleich auch der erste Schritt zur Dokumentation Richtig, gemacht, ja, genau. sind die Namen Das sind drauf. die Namen der abgebildeten Personen. Und die muss man eben auch, das ist eine ganz mühsame Arbeit eigentlich, die muss man halt erfragen dann. Das sind 25.000 Dateien. Also es ist eigentlich überraschend, was man da mit der Zeit alles zusammenbringt. Und es sind nicht irgendwelche Kleinigkeiten, sondern es sind wirklich tolle Sachen dahinter. Den habe ich jetzt angelegt 2010. Da habe ich mit der Recherche für mein Buch angefangen. Und seitdem, also die letzten 9 Jahre, sind eben die Dateien so zusammengekommen. Über den Bahnhof zum Beispiel, über die Schule, dann auch über die archäologischen Fundstellen zum Teil. Also wir haben auch ganz berühmte Persönlichkeiten eigentlich auch gehabt, den Stefans Buschinger, der Bürgermeister Weinzeller zum Beispiel, der war Ehrenbürger von Bogen, dann Landrat auch kurze Zeit dann und das ist eigentlich alles bis vor kurzem in Vergessenheit geraten und das finde ich schon wichtig, dass das irgendwo erhalten wird. Dann das geht los bei Baupläne über die Gefallenen praktisch oder Zurückgekehrten im Zweiten Weltkrieg, wo halt die Familienmitglieder auch mit dabei waren, dann Baupläne von der Bäckerei damals. Und die sind Sachen, die sind einfach nicht mehr da im Ort, sondern die sind jetzt liegen zum Beispiel in Schönach. Und wenn das bei uns nicht irgendwo in Erfahrung gebracht wird, ist das weg dann. Aber es gibt natürlich auch viele, die sagen, was soll ich mit dem Zeug? Entweder ich wirf's in die blaue Tonne oder verkauf's am Flohmarkt irgendwo. Und das wäre natürlich ein Riesenverlust, wenn das verloren geht. Und das ist eben auch meine Aufgabe, dass ich eben die Kontakte knüpfe und da pflege dann, dass die Sachen wieder herkommen. Und Ziel von mir wäre eigentlich, bevor jemand was wegschmeißt oder bevor irgendein Haus abgerissen wird, das sagen, kannst du selbst brauchen fürs Archiv. Und wenn ich sage, das ist nichts, dann kann man es immer noch wegwerfen. Und wenn es bloß in der Schachtleine werfen und vorbeibringen, dass man zumindest sieht, was da ist. Weil das taucht nie mehr auf. Das ist jetzt von Berger Franz, habe ich das zum Beispiel gekriegt. Das sind jetzt lauter Sterbebilder. So eine ganze Schachtel voll. Wenn sie nicht verarbeitet ist, mache ich einen Pickel drauf. Da weiß ich, wo es herkommt, ist mir wichtig. Fotos und Postkarten. Genau, die muss ich auch noch alles kennen. Aber steht immer drauf, von wem das ist. Das ist ein Schild von der Raiffeisen Michaelsbuch. Da, wo es noch für ein gesetzliches Sparbuch 5,5% gegeben hat. Das ist historisch. Das ist historisch, auf alle Fälle. Da habe ich gesagt, das muss ich mitnehmen. Also hier haben wir ein historisches. Feuerwehrfoto. Von 1965 ist es von der Feuerwehr Michaelsbuch. Und da hat mittlerweile jeder der Feuerwehrmänner einen Namen. Richtig, ja. Die haben wir alle gefunden. Ja, da muss man mal viel fragen dann auch. Und man muss dann auch irgendwo Mut zur Lücke haben. Man muss sagen, wenn ihr einen nicht findet, weil da muss halt der frei bleiben. Und dann ist wieder die Bevölkerung wieder gefragt, die sagt, ja, der, wo jetzt da nicht dokumentiert ist, den kenne ich. Da schreibe ich im Haupthomas jetzt und den kann ich ergänzen. Weil Zugriff hab auf die Topothek bloß ich, ist natürlich auch rechtlich wichtig und dass man nicht irgendein Krampf reinschreibt. Also mir kann ja jeder seine Daten mitteilen, ich stelle es halt dann ein. Was hat man denn in solche Flaschen abgefüllt? Wie muss man sich das vorstellen? War das, Limonade. Also furchtbar gesund,
Ich habe sehr dokumentiert, sehen wir nachher vielleicht noch, mit extra viel Farbstoff, extra künstliche Aromastoffe. Also es war eigentlich nur Wasser drin und Brausepulver. Deswegen waren sie auch Kracherl, hat man gesagt, weil da war die Kohlensäure dann auch noch dazu drin. Wenn man den Deckel aufgemacht hat, hat es plopp gemacht und ja, deswegen heißt es auch Kracherl im Prinzip. Also es war heutzutage mit den Maßstäben, könnte man wahrscheinlich gar nicht mehr verkaufen. Also mit dem kann man keine Werbung mehr machen. Und das ist natürlich eine tolle Sache, wenn sowas wieder zurückkommt an den Ort. Also muss man sich das vorstellen. Und das ist dann an die Gastwirtschaften gegangen oder auch schon an die Privatleute? Auch privat. Mhm. Mhm. Die ist dann ausgefahren worden. Also ein Grahalmo hat es damals schon gegeben. Das hat es schon gegeben, ja. Der Hans Geislinger, das war der Limonadenfabrikbesitzer, der ist mit seinem Lastwagen umeinander gefahren, Wirtshäuser, Privatleute und hat dann die Limoflaschen ausgeliefert. Eine tolle Geschichte. Das ist ganz toll, wenn praktisch was wieder zurückkommt in den Ort.